Bei INDECT handelt es sich um ein Forschungsprojekt, das gefördert wird durch die Europäische Union. Und daran nehmen so um die 10 Universitäten in ganz Europa teil. Geleitet wird das von der Universität in Krakau. Und das findet seit 2007 statt und erforscht vor allen Dingen, wie man vor allen Dingen Videokameras, aber auch zum Beispiel Telefonüberwachung und andere Überwachungsmaßnahmen so verknüpfen kann, dass eben auffälliges Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern frühzeitig erkannt werden kann und damit eben es die Arbeit vor allen Dingen für Sicherheitsbehörden und Strafverfolgungsbehörden erleichtert werden soll. Das klingt jetzt schon mal nach einem sehr technischen Ansatz. Mit welchen Mitteln und eben technischen Gerätschaften wird da das Überwachungssystem arbeiten oder wie wird da das erforscht? Mit welchen Mitteln? Also alle möglichen Videokameras, die es im öffentlichen Raum gibt, entweder indem sie irgendwelche Plätze überwachen oder Straßen oder Gebäude, die werden eben verknüpft mit einem System, das all diese Informationen sammelt. Und dann gibt es zum Beispiel aber auch den Einsatz von fliegenden Drohnen, die dann im besonderen Verdachtsfalle hinterhergeschickt werden können. Oder auch die Telefonkommunikationsrahmendaten. Es können dann die Inhalte natürlich auch von E-Mails und Internetverbindungen angezapft werden. Und das Ganze soll dann so verknüpft werden, dass zum Beispiel der Mensch, der auf einem Parkplatz um ein Auto herumschleicht, von dem wird erstmal geguckt, wem gehört denn dieses Auto, da wird das Kennzeichen abgeglichen, dann wird geguckt, welche Kontakte hat dieser Mensch, ist der Halter des Autos irgendwie ein Freund oder so. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schlägt der Computer Alarm und sagt, das könnte sein, dass dieser Mensch vielleicht gerade im Begriff ist, das Auto zu knacken und zu klauen. Das ganze Projekt, das klingt ja jetzt damit wie eine Umsetzung von eben Orwells Überwachungs-Horror-Szenario 1984. Wird mit INDECT da ein System der totalen Überwachung der Bürgerinnen und Bürger geschaffen? Was sind da die konkreten Gefahren? Ja, wenn das, was da so jetzt erstmal erforscht wird, an Möglichkeiten Realität würde, dann wäre das die Komplettüberwachung unseres Alltags, unseres Lebensraums und in gewisser Art und Weise ein Überwachungsstaat oder ein Polizeistaat, wie wir eben aus solchen Geschichten kennen. Denn es wird im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als das Verhalten aller Menschen ständig zu überwachen, um für den Fall der Fälle rauszufinden oder frühzeitig gewarnt zu sein, wenn sich jemand sozusagen nicht normgerecht oder irgendwie auffällig verhält. Und das ist natürlich ziemlich schwierig. Sie haben ja schon gesagt, das ist ein Forschungsprojekt der EU. Das gibt es seit 2009 und das klang jetzt erstmal so an, als würden da erstmal so die Mittel und Wege erforscht, also sowas wie technische Gerätschaften. Inwiefern gibt es da schon konkrete Ergebnisse des Projekts, beziehungsweise wurden da auch Kriterien festgelegt, was da und wann da überwacht werden soll? Also die Kriterien sind nicht wirklich bekannt. Das Forschungsprojekt zielt darauf ab, eben zu sagen, wie einfach es doch wäre, wenn man das alles schön verknüpfen könnte, weil dann würde man ganz schnell rausbekommen, wenn da jemand kriminell wird. Dass man dabei aber natürlich auch rausbekommt, was alle anderen Menschen tun, die vielleicht nicht unbedingt kriminell sind, sondern sich einfach mal in ihrem Leben so verhalten, wie sie sich normalerweise verhalten und dabei durchaus vielleicht auch verhaltensauffällig sind, denn das sind wir irgendwie alle. Das wird dabei nicht unbedingt in Betracht gezogen und deswegen gibt es auch nicht unbedingt Kriterien dafür, was die moralischen oder ethischen Grenzen oder auch vielleicht die rechtlichen Grenzen des Einsatzes solcher Technologien sind. Und das ist eigentlich das, was am meisten jetzt kritisiert wird an diesem Forschungsprojekt. Sollte es nicht auch für die Erforschung und den Einsatz von Überwachungstechnologie irgendwo Grenzen geben in einem demokratischen Rechtsstaat, nicht nur rechtlich, sondern natürlich auch für die Forschung ethisch und moralisch. Weil es quasi gefährlich ist, ja, die Möglichkeiten darzubieten, wenn sie dann geschaffen werden. Inwiefern ist denn da INDECT mit der Gesetzeslage, der aktuellen Gesetzeslage in der EU vereinbar? Weil zum Beispiel, gut, das bricht jetzt nun mal wieder mit den EU-Normen, hat ja das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung, was ja auch eine Form von Überwachung ist, in Deutschland verboten. Aber INDECT geht ja da noch viel, viel weiter. Ja,
so wie Index jetzt gestrickt ist, wenn das System, das da jetzt angewandt wird, in der Forschung von Polizei und Justizbehörden angewendet würde, dann wäre das nicht im Einklang mit den EU-Gesetzen und auch nicht mit den Gesetzen der Mitgliedstaaten. Es wäre ganz im Gegenteil ein Bruch grundlegender Grund- und Menschenrechtsbestimmungen aus der Europäischen Grundrechtecharta oder auch aus der Menschenrechtskonvention und der Rechtsprechung von Karlsruhe und auch des Menschenrechtsgerichts von Straßburg. Das ist alles nicht vereinbar mit einer solchen flächendeckenden Überwachung ins Blaue hinein. Und warum das so ist, hat ganz grundlegende Gründe. Wir wollen einfach nicht eine Gesellschaft, in der die Menschen sich ständig überwacht fühlen müssen, denn das würde zur Verhaltensanpassung führen und das passt einfach nun mal überhaupt nicht zu einer freien Demokratie, in der sich die Menschen natürlich auch entfalten sollen und ihre eigenen Meinungen und ihre eigenen Gedanken entfalten sollen, ohne dass das ständig von der Polizei und den Strafverfolgungsbehörden überwacht und analysiert wird. Es gab ja schon einige Kritik an INDECT und da hat die EU-Kommission dann auf die Kritik hin INDECT noch einmal prüfen lassen und ist wohl zu dem Schluss gekommen, dass das Projekt ja völlig im Einklang mit den Werten der Europäischen Union stehen würde. So stand es zumindest in einem Artikel in der Taz. Was ist da die Begründung der EU-Kommission, dass es eben in dem Einklang stehen würde? Naja, also die EU-Kommission beurteilt dieses Forschungsvorhaben anhand der Rahmenbedingungen, die für das EU-Forschungsrahmenprogramm erlassen wurden. Das ist ein Programm, das über 7 Jahre, eben von 2007 bis 2013, also von Anfang bis Ende, die Forschungsförderung der EU normiert. Und da steht im Grunde genommen nur drin, wenn Universitäten grenzübergreifend zusammenarbeiten und dabei Dinge zur Technologieentwicklung und vielleicht auch zur Sicherheitstechnologieentwicklung forschen, dann können sie gefördert werden von der Europäischen Union, von den Mitteln. Und greift natürlich viel zu kurz, was die EU-Kommission da sagt. Denn sie sagt im Grunde genommen nur, alles, was dem Wachstum dient, und das ist sicherlich auch die Sicherheitstechnologie, das soll von uns gefördert werden. Aber im Grunde genommen, und das ist die Forderung auch aus dem Europäischen Parlament, sollte in einem solchen Forschungsrahmenprogramm auch festgeschrieben werden, dass es natürlich Grenzen gibt. Ich kann nicht einfach so blind Stammzellenforschung oder Gentechnikforschung machen und ich sollte auch nicht einfach nur blind forschen können, wie es denn wäre, wenn wir den totalen Überwachungsstaat haben. Denn wenn solche Technologien erstmal entwickelt sind, dann lassen sie sich sehr schwer nur wieder aus einer Gesellschaft und aus einer Wirtschaft wieder herausholen. Das klingt ja auch so ein bisschen wie Selbstbetrug der EU, wenn es doch eigentlich eine Wertegemeinschaft ist, dass in dem Punkt auf gemeinsame Werte, dass die da keine Rolle spielen. Absolut, natürlich. Also wir haben gemeinsame Werte, die sollten berücksichtigt werden. Das ist allerdings gar keine Frage, ob das jetzt in Deutschland diese Forschung nur stattfinden würde und gefördert würde oder in der Europäischen Union. Die Grundfrage stellt sich auf allen Ebenen, nämlich die Grundfrage, sollte es nicht auch für Sicherheits- und Überwachungstechnologie und auch für Forschung in solchem Bereich Grenzen geben? Und das ist eine Frage, die müssen wir uns gerade generell auch in Deutschland stellen, denn auch in Deutschland zum Beispiel werden solche Technologien entwickelt und dann sogar exportiert in Länder wie Syrien oder Bahrain, wo die Regime ihre Menschen, ihre Bürgerinnen und Bürger tatsächlich unterdrücken und die rechtsstaatlichen und grundrechtlichen Prinzipien bei weitem nicht so eingehalten werden wie in Europa. Aber auch natürlich hier in Deutschland und Europa müssen wir uns fragen, wollen wir solche Technologie überhaupt erforschen und einsetzen oder eben nicht? Und bei solcher Forschung, dann kommt ja noch dazu, dass das häufig unbekannt ist. Also wie das jetzt beispielsweise bei INDECT der Fall ist, davon hat man ja gar nicht so wirklich Kenntnisse, beziehungsweise taucht das kaum in den Medien auf. Woran liegt denn das? Na, das liegt einfach daran, dass solche Forschung natürlich erstmal ausgeschrieben und betrieben wird. Und erst dann, wenn die Öffentlichkeit davon Kenntnis erlangt und man sich fragt, naja, ist das denn überhaupt die Richtung, in die wir wollen? Ja, ist das überhaupt für uns akzeptabel? Erst dann regt sich der Widerstand. Das gibt es häufig so. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass jetzt über so ein Forschungsprojekt wie INDECT und auch über die Forschungsförderung auf europäischer Ebene nochmal intensiv diskutiert
diskutiert wird und Aufmerksamkeit geschaffen wird, wollen wir, dass der Steuerzahler in Europa Forschungsprojekte fördert, die in eine solche Richtung zeigen. Ich sehe das sehr kritisch. Ich glaube, dass es nicht sein sollte, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn solche Technik dann erstmal entwickelt wurde, sie sich dann auch irgendwie weiter verbreitet und natürlich die Polizei und die Justiz dann sagt, warum sollen wir diese Technik denn dann nicht bekommen, die Komplettüberwachung, wenn sie schon entwickelt wurde. Also man sollte sich fragen, ob man das überhaupt entwickeln will, denn es widerspricht dem Grundsatz der freiheitlichen, rechtsstaatlichen Demokratie, die wir in Europa kennen. Also geht es nämlich weniger darum, wie realistisch ist da die Einführung, wann wird es eingeführt, sondern überhaupt die ganze Infragestellung dieser Forschung und die Werte, die daran geknüpft sind oder eben nicht daran geknüpft werden. Was kann denn da aktuell gegen INDECT getan werden? Was kann jeder Einzelne tun? Also es kann jetzt erstmal Aufmerksamkeit dafür geschaffen werden und es kann natürlich jeder die Frage stellen, also warum sollte so etwas denn gefördert werden oder warum sollte es überhaupt erlaubt sein, solche Überwachungstechnologien, die eben geeignet sind, eine ganze Bevölkerung unter einen Generalverdacht zu stellen, warum sollte diese Forschung überhaupt erlaubt sein, ja? Und warum sollte eine solche Technologie erlaubt sein? Das kann in Frage gestellt werden, das kann jeder tun und dann ist es so, dass die Europäische Union jetzt im kommenden Jahr entscheiden muss über die Rahmenbedingungen der Forschung in den kommenden 7 Jahren wiederum. Also das nächste Forschungsrahmenprogramm steht zur Entscheidung. Und ich denke, dass wir da natürlich auch eine politische Debatte führen müssen über die Frage, welche Rahmenbedingungen und auch welche Begrenzungen für Forschungsförderung auf europäischer Ebene sollte es geben. Und da kann man durchaus darüber diskutieren, nein, wir wollen nicht, dass Technologie, die geeignet ist, eine ganze Bevölkerung unter Generalverdacht zu stellen, weiter vom Steuerzahler gefördert wird oder überhaupt erst erforscht wird.